Ah, Herr Hennigsen. Grüß Gott, Herr Arnold. Na, wie schaut's aus, der Neubau, hä? Wächst voran, was, ne? Gedeiht's? Können wir jetzt dann einmal hier zuschlagen, ja? Sehr gut. Sie, und schauen Sie auf, Stuck. Geht beim Stuck bitte eine besondere Rücksicht nehmen. Stuck bringt mir mindestens 5 Lappen pro Wohnung. Wissen Sie, ich sag das ganz privat. Ich trau mir das sagen. Der Mieter ist heute wie ein Hausschwamm. Wenn er mal drin sitzt, dann bringen Sie ihn nicht mehr raus. Stehen Sie, das ist wie wenn der Holzbock, wenn der mal in einem Holz drin ist, dann hilft ja auch kein Specht. Ne? So schaut's aus. Schauen Sie, was ich heute schon materiell habe aufwenden müssen. Und ich sage nicht zu viel, auch ideell. Das vergütet mir doch kein Finanzamt, oder? Schauen Sie hier, die alte Frau, die wo da herin gewohnt hat, die hat sie wie eine Blutegel, die hat sie direkt festzuzelt. Ne? Dann sagt die Frau zu mir, sagt sie, Herr Arnold, bitte warten Sie, bis ich herausgestorben bin. Dann sage ich, ja, Frau, nee, Frau, ich habe nichts dagegen, wenn Sie raussterben, aber doch nicht auf meine Kosten. Sie sind ja direkt defizitär. Ne? Obwohl, die Frau kann nichts dafür, ganz klar. Die Frau ist unschuldig, da sind andere schuld. Verstehen Sie, das gehört einmal angeprangert, das gehört einmal in die Presse rein. Da wird die Leute umgehen mit dem Zeug. Schauen Sie einmal, das ist ja alles marot, das ist ja alles hinten, das ist ja wahnsinnig. Ne? Ich hab nachher dieser Frau, habe ich dann 5000 Mark, 5 Braune habe ich hingelegt. Gesagt, schauen Sie, Frau, das ist doch das, was Sie brauchen. Ne? Dann hat die Frau zum Warnen angefangen, sie, das ist so ein, das geht auch menschlich in die Glieder. Man ist ja kein Unmensch, verstehen Sie? Ich hab dann gesagt, Frau, sage ich, passen Sie auf, das ist zwar nicht meine Angelegenheit, da sind andere zuständig, ich bin kulant, bin aber nicht der Weihnachtsmann. Gell? Hab aber gesagt, bitte, den Umzug ins Seniorenheim übernehme ich auch noch. Gell? Und dann war die Sache mit der Alten, das war dann hier erledigt. Gell? Aber jetzt passen Sie auf, jetzt kommen wir zu einem Thema. Gell? 4 Kinder mit diesen Sozialdings da, Bingsbungs, mit Sozialfamilien. Ne? Das ist ja wie ein Tabu. Das darf man sich ja heute kaum mehr sagen. 4 Kinder. Verstehen Sie, da darf man es gar nicht mehr dran rühren. Da, das ist wie eine Wand. Ne? Ich habe zu denen gesagt, passen Sie auf. Ich habe gesagt, selbstverständlich, ich bezahle jederzeit eine ganze Jahresmiete. Ich habe gesagt, wenn Sie ausziehen. Aber die Leute haben für Realität gar keinen Sinn. Ich habe gesagt, das Nymphenburger Schloss tut mir leid. Gell? Da drum, da haben sie sich festgehackelt. Gell? Wissen Sie, das hat mich psychisch, hat mich das so hergenommen, das hat mich so belastet, als ich gesagt habe, ich pack das nicht mehr, ich nehme einen Anwalt. Gell? Apropos Sie, also unter uns, wenn Sie mal einen Anwalt brauchen, gell? Ich weiß einen, sieh, der ist wie ein Marder. Der hebt alles aus. Gell? Also wenn Sie sich an mich. Ja, und dann war das. Also, die Sache mit dem, mit da drum hat sich dann erledigt, weil der Mann hat sich dann erschossen, der Familienvater, glaube ich, wegen Alkoholsucht oder sowas. Aber, und überall, wenn da praktisch irgendwo eine Wohnung frei geworden ist, dann habe ich ein paar Türken nachgeschoben, weil da hat es zuerst geheißen, die sind gute Verwohner. Ne? Dabei haben die dann heimlich zum Restaurieren angefangen. Verstehen Sie? Und so war das so weitergegangen und so weiter und so weiter. Ne? Und dann bin ich hergegangen. Und dann habe ich zuerst einmal da unten, dann habe ich mal die Tür ausgehängt und dann habe ich oben, da oben habe ich dann das Dach aufgerissen. Also Sie da drin, da hat es dann pfiffen wie in einem Windkanal. Wissen Sie, darum sind sogar die Ratzen sind raus, weil die Ratzen haben Angst gekriegt, dass sie sich einen Katar holen da drin. Wie sagt der Ding, der Meister Goethe, was du ererbt hast von deinen Vätern, das sollst du. Ja, was ist das? Ja, was ist das? Schauen Sie sich das an! Hey! Hey! Raus! Na, schauen Sie sich das an! Raus! Das ist ein Rechtsbruch! Schauen Sie das rausgeben, aber sofort, sonst soll die Polizei! Raus! Da, raus! Schauen Sie sich das an, solche Schädlinge! Schauen Sie sich das an, solche Leute! Da fragt man sich doch wirklich, wo sind wir eigentlich? In welchem Staat leben wir eigentlich?